Das Evangelium ist eine Kraft, eine Botschaft, die nicht ausreicht, dass ich die mal gelesen habe oder mal verstanden habe oder mich mal gemeldet habe oder so. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Rüther. Ich bin der Leiter der Bibelschule Brake. Heute spreche ich mit Michael und Lydia Bronslik. Michael ist seit gut 3 Jahren Mitarbeiter bei uns. Er arbeitet hier als Assistent des Geschäftsführers. Und bevor die Bronsliks zu uns kamen, da lebten sie für einige Jahre in der Türkei. Herzlich willkommen, Michael und Lydia. Danke. Ihr beiden seid fast frisch gelandet gerade, ne? Ihr kommt zurück von einer Reise in die Türkei, seid am Mittwoch wiedergekommen. Wie war's? Ja, sehr voll, mit vielen Begegnungen, Erlebnissen, Erinnerungen. Und ja, wir haben es sehr genossen, da auch mal unsere Freunde wieder zu treffen. Eben, das war einer eurer Ziele, ne? Ihr wolltet die Personen wieder treffen, die euch ans Herz gewachsen waren. Habt ein bisschen Urlaub machen können auch noch? Jo, also eben, das war unser Wunsch. Ich für mich das erste Mal seit 3 Jahren wieder in unsere alte Heimat zu fliegen. Okay. Und genau, vor allen Dingen wollten wir mal wieder unsere Freunde, die Geschwister aus der Gemeinde und aber auch unsere Nachbarn wieder treffen und konnten auch noch eine Woche, also haben eine knappe Woche auch noch Urlaub gemacht am Mittelmeer. Genau, also da sind wir mit einem ganzen Strauß an Eindrücken jetzt wieder zurückgekommen, mit sehr dankbar auch. Wir haben viele Leute wieder getroffen, spannende Geschichten gehört und konnten mit den Leuten reden und eigentlich da anknüpfen, wo wir vor 3 Jahren aufgehört haben. Wie ist das in der Türkei? Also in Deutschland erkalten schon mal ganz schnell Beziehungen, wenn du dich ein paar Jahre lang nicht siehst. Wie ist das in der Türkei? Du sagst nach 3 Jahren, ihr kam zurück. Musste das erst wieder langsam anlaufen? Wie ist das mit Beziehungen in der Türkei? Ja, ich weiß nicht. Also an sich sind Beziehungen sehr wichtig. Und deswegen war das auch so, dass wir eigentlich da angeknüpft haben, wo wir aufgehört haben. Selbst wenn wir durch die Straßen gingen, haben uns Leute erkannt und haben uns gleich begrüßt. Das war schön. Und eben, das ist irgendwie genauso, wie wir das eigentlich uns verabschiedet haben. Ja, das heißt, da ist viel gewachsen in der Zeit. Ne? Ja. Wie lang wart ihr in der Türkei? 3,5 Jahre ungefähr haben wir da gelebt. Ja. Und eben mit diesem Anliegen haben wir dort gelebt. Wir wollen, also das Evangelium ist ja eine Botschaft, die durch Beziehungen lebt. Jesus selbst ist ja in die Welt gekommen, um Beziehungen herzustellen, um Beziehungen zu leben. Und das war auch damals unser Anliegen, war jetzt auch in den letzten 3 Wochen unser Anliegen, einfach wieder mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, also Lydia ist ein absoluter Beziehungsmensch. Okay. Ihr fällt das gar nicht schwer. Sie tankt auf bei mit Menschen. Ich brauche manchmal eher meine Ruhe, aber von daher war das auch, würde ich jetzt gar nicht so an mit dem Land abhängig machen, sondern einfach an den Menschen, die an Freunden. Und wir haben echt erlebt, manchmal hat man das Gefühl gehabt mit dem einen oder anderen, das war jetzt nicht vor 3 Jahren, sondern war vielleicht gestern. Also das hat sich so angefühlt, als ob wir uns gestern das letzte Mal getroffen hätten. Also das ging erstaunlich gut, auch von der Sprache her war das super. Das, und das ist unser Anliegen, also Menschen begegnen und eben mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Ja. Ich meine, so kenne ich euch auch gerade dich, Michael. Du redest da oft von, dass du sagst, Evangelium darf nicht nur was im Kopf sein oder was man mit Worten weitergibt. Das muss einfach gelebt werden miteinander, ne? Ja, das ist unser, also auch ganz unabhängig, ob wir jetzt in der Türkei leben oder hier in Deutschland, im Lipperland. Also das ist unser, also so sehe ich das. Das Evangelium ist eine Kraft, eine Botschaft, die nicht ausreicht, dass ich die mal gelesen habe oder mal verstanden habe oder mich mal gemeldet habe oder so, sondern das Evangelium hat den Anspruch, mein Leben zu verändern, mir eine Perspektive zu geben. Also ich vergleiche das immer so wie mit einem
mit meiner Banking-App, da gucke ich drauf und sehe dann den Kontostand und dieser Kontostand macht was mit mir. Also das ist ja im Prinzip nur eine Information, aber der bestimmt mein Leben. Ja, der kann mich in eine tiefe Depression reinstürzen oder der kann mich zum Träumen bringen. Ja, der kann mir Mut machen. Also diese Information macht was mit meinem Leben. Und im Prinzip ist das ja moderner Götze, dass ich mich daran festhalte und mein Leben danach ausrichte, nach dieser Zahl. Mhm. Und das Evangelium hat hat den Anspruch, mein Leben nach dich zu verändern, mir eine Perspektive zu geben, mir Frieden zu geben. Und das wünsche ich mir, das will ich oder wollen wir als Familie erleben und das wollen wir Menschen weitergeben. Wie kommen wir dahin, dass eben nicht mein Kontostand mein Leben bestimmt, sondern die Beziehung zu Jesus? Und das ist unser Wunsch, das wollen wir selber erfahren und das wollen wir Leute mitnehmen, dass sie das erleben. Super, ich merke gerade, da ist was angestoßen bei dir. Das ist echt ein Herzensanliegen, ne, für dich. Ja. Aber wie macht man sowas? Du kommst in ein neues Land, in eine neue Kultur, fremde Sprache. Wo fängt man denn dann an? Ich meine, das ist ja ein schönes Anliegen, auch zu sagen, wir wollen einfach ein Licht sein, ne, dass man an uns Jesus sehen kann, dass man sehen kann, was christlicher Glaube bedeutet, wie man das auslebt. Aber wie fängt man das an? Ich meine, ich kenne dich als einen gut organisierten Menschen, Michael. Mhm. Du liebst Strukturen. Ich vermute, du bist mit einem guten Konzept im Koffer dann irgendwann in die Türkei gereist. Lief dann alles wie am Reißbrett? Nee, das Konzept habe ich nach ein paar Monaten wieder in den Koffer zurückgelegt, sozusagen. Okay. Ich glaube, da ergänzen wir beide uns auch gut. Wenn Lydia jetzt auch so strukturiert und so aufgabenorientiert gewesen wäre, dann wäre das schwierig geworden. Aber da haben wir uns gut ergänzt. Ja, wie fängt man an? Man muss auf die Leute echt zugehen. Weiß nicht, du hast jetzt letztens hat dir die Nachbarin noch erzählt, wie sie unser erstes Treffen erlebt hatte damals. Hat sie euch erzählt? Jetzt? Genau, sie hat es einer anderen Person erzählt, die dazu kam zu unserem Gespräch und sagte, ja, dass sie hat sich sehr gewundert, dass sie wohnten nämlich über uns und dass wir hatten nämlich am Anfang einfach uns bei allen Nachbarn vorgestellt und hatten eine Kleinigkeit vorbeigebracht und auch gesagt, wer wir sind, mit teilweise noch Englisch, weil wir da noch kein Türkisch konnten. Mhm. Und sie hat sich sehr gewundert und im Nachhinein so gesagt, ja, das ist eigentlich in der türkischen Kultur so, dass man eigentlich den Neuankömmling besucht und ihn begrüßt und nicht umgekehrt. Also seid ihr ihn zuvor wir sind, gekommen? Genau, wir sind gerade noch so zuvor gekommen und das hat einerseits sie so ein bisschen beschämt, weil das eben sowas ist, was eigentlich eben anders gemacht wird. Andererseits fanden sie und auch die anderen das sehr hilfreich und auch, das hat eine Beziehung aufgebaut und sogar so, dass sie das bis jetzt noch weiß und sich gefreut hat und gesagt hat, das hat sie nicht erwartet und das hat wirklich einen Grundstein für eine Beziehung gelegt. Ja, und in dieser Beziehung, also wenn dann irgendwo sowas, also wir haben zum Beispiel erst erlebt in unserer Nachbarschaft eine ganz tolle Beziehung, also ja, fast wie so ein kleines bisschen eine Community zu haben, wo wirklich eine Nachbarschaft auf einmal sich selbst so gesehen hat und eben man lädt sich ein, man bringt sich was vorbei, dann kommen die anderen so dazu und wenn du und da dann in Gesprächen herauszubekommen, was ist denn jetzt wirklich, was ist da drunter, unter dem, wo wir jetzt drüber sprechen, ja, hinter den Geldnöten oder hinter den Problemen mit den Kindern in der Schule oder, also auch wieder eigentlich unabhängig vom Land erstmal, aber da dann herauszubekommen, was ist denn jetzt dahinter? Ja, wenn ich mir jetzt Sorgen mache, auf welche Schule schicke ich mein Kind, ja, dann kann ich natürlich gucken, ach, mach doch das, das oder das. Oder ich kann mal dahinter gucken, was ist denn dein Grundbedürfnis jetzt? Ja, was weiß ich, ich möchte ein guter Vater, eine gute Mutter sein. Was muss ich machen? Ja, und dann, also das ist das Spannende, finde ich dann, ne? Auch gerade auch in der türkischen Kultur dann das herauszubekommen. Da sind natürlich manchmal andere Bedürfnisse als jetzt in Deutschland vielleicht. Das hängt natürlich auch mit dem Islam. Ich möchte Gott wohlgefällig leben. Ich möchte, ja, warum betest du jetzt fünfmal? Ja, da sind ja andere Bedürfnisse als vielleicht hier in Deutschland. Aber das, also nicht nur an der Oberfläche bleiben, sondern so tiefer einmal zu schürfen und zu gucken, was ist denn da jetzt genau deine Sorge, dein Bedürfnis, dein Traum, ja. Und da dann, das ist das Spannende und das ist immer auch für uns beide einfach spannend, da sind wir auch in einem Prozess, zu gucken, was hat denn jetzt da das Evangelium zu sagen. Ne? Also
ich möchte ein guter Vater sein oder ich möchte eine gute Mutter sein, mein Kind auf die richtige Schule schicken. Also was hat denn das Evangelium auf diese Frage jetzt zu sagen? Da steht nicht in der Bibel, schicke das Kind auf die Schule. Das ist auch nicht die Lösung, ne? Aber da ist vielleicht die Lösung erstmal, ich möchte es richtig machen. Ja, und dann sagt das Evangelium, nein, du kannst es nicht richtig machen. Da ist jemand, der hat alles richtig gemacht. Zum Beispiel jetzt, mal ganz schnell, dieses Bedürfnis anzusprechen. Und da hat das Evangelium immer eine Antwort drauf. Ne? Und das macht Spaß, ist aber auch anstrengend, das herauszubekommen. Und ist echt, wir lernen das auch immer noch mehr, so zu gucken, welche Fragen muss ich denn stellen, um zu verstehen, was hast du für eine Sorge oder für ein Bedürfnis, für einen Wunsch, einen Traum. Und dann auch noch herauszubekommen, nicht eine platte Antwort zu geben, ja, Gott kümmert sich um alles, ist alles gut oder Jesus ist für dich gestorben. Nee, sondern zu sagen, so, das Evangelium hat für dich eine Antwort. Und dass dieses Bedürfnis voll auffängt sozusagen. Ne? Und ich da wirklich meinen Frieden finde. Ne? Und das macht Spaß. Ne? Also, aber dafür ist echt wichtig, eine Basis zu haben, den anderen wirklich ernst zu nehmen und nicht von oben herabzukommen. Wir kommen jetzt aus Deutschland und wissen alles oder sowas. Ja, aber an dem auch, wie ihr redet über die Zeit damals, habe ich auch den Eindruck, ihr habt euch in das Land ein bisschen verliebt und ihr schätzt und achtet die Menschen. Gerade bei dir, Lydia, empfinde ich das so. Du vermisst auch manches jetzt in der Türkei, oder? Richtig. Also ich habe die letzten 3 Jahre sehr viel vermisst. Natürlich die Freunde, Familie, nicht Familie, aber die waren wie eine Familie. Und die Art, wie man dort halt eben lebt. Aber natürlich auch das Land selber, das Wetter, das Essen. Wie sah euer Alltag aus in der Türkei? Was habt ihr dort gemacht? Ja, zunächst. Also am Anfang war das relativ strukturiert, für mich wichtig. Also als erstes, du musst ja erstmal ankommen. Da war ganz viel mit Wohnungssuche, Einrichten, auf die Ämter gehen. Und dann geht es direkt los mit einem Sprachstudium ist es losgegangen. Wir haben uns gesagt, wir wollen jetzt gucken, dass wir da den Schwerpunkt drauf legen, die Sprache gut zu lernen und sind dann ein Jahr lang abwechselnd. Wir müssen gucken, dass die Kinder betreut sind, haben wir uns abgewechselt, haben wir dann einen Kurs nach dem anderen belegt, dass wir dann ja die Sprache lernen konnten. Das war so das erste Jahr eigentlich, wo wir damit verbracht haben. Ja, und dann kommt so eine zweite Phase oder die nächste Phase einfach, wo man dann sagt, so und jetzt? Jetzt, was ist jetzt dran? Ne? Und das war auch noch so ein Sondieren, ne, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt mal gucken. Also unser Anliegen, unser Wunsch war es ja, wir sind in die Türkei gereist, weil wir wollen die Christen hier unterstützen, die Gemeinden. Und für uns bedeutet Gemeinde unterstützen als allererstes die Leute drumherum zu sehen und nicht in der Gemeinde, sondern Evangelisation bedeutet für uns Gemeindearbeit in erster Linie mal. Und das war auch unser Anliegen, genau wie das hier in Deutschland ist, war das halt auch unser Anliegen in der Türkei. Ja, und da haben wir dann auch erstmal gemerkt, ja, wir müssen auch hier unsere Erfahrungen sammeln, ne? Und einfach auch erstmal Kulturstudium. Wie läuft denn überhaupt Gemeinde hier? Wir sind in eine kleine türkische Gemeinde dann gegangen und haben dort einfach auch erstmal durchbuchstabiert. Wie läuft denn das hier eigentlich in der Türkei? Ne? Die sind ja bisher auch gut klargekommen. Die haben ja auch einen Gemeindealltag gehabt. Es ist ja nicht so, dass die auf uns gewartet haben oder sowas, sondern und da erstmal reinzuschnuppern, das war auch eine Phase. Klar, unser Anliegen war, wir wollen das Evangelium leben und weitergeben und haben da auch immer wieder nach Möglichkeiten gesucht, wie wir das machen können. Das war auch dann, ja, das war permanent, wo wir gesagt haben, da suchen wir nach Möglichkeiten. Was würdet ihr sagen, was habt ihr von den Christen in der Türkei gelernt und was konnten die Christen in der Türkei von euch lernen? Ja, also ich habe von den Christen in der Türkei gelernt zu beten, so dass sie wirklich auch sich ja die Zeit genommen haben, gerade im Gottesdienst zu beten. Nimmt einen größeren Raum ein als bei uns in den Gottesdiensten? Also ich würde schon sagen, es ist halt dann auch, da werden wirklich auch sehr die Anliegen genannt. Es sind wirklich die Einzelnen werden dann auch so ein bisschen gesehen. Natürlich
wir waren jetzt auch nicht in einer großen Gemeinde, aber trotzdem so, dass sie das im Blick hatten. Ja. Also ich habe auch so dieses, also klar, man kann das auch nicht sagen, wir haben ja auch manche Christen gar nicht kennengelernt oder sowas, ne? Aber wir haben jetzt die Christen, die wir kennengelernt haben, vielleicht, also du musst mit viel, viel weniger zufrieden sein, einfach, ne? Also mit viel, viel weniger Fortschritt, mit viel, viel weniger Frucht, du musst einen viel längeren Atem haben mit Menschen, die du begleitest, ja, Menschen in der Gemeinde. Also das hat mich, das habe ich schon gelernt, also einfach da geduldig zu sein, auch mit Enttäuschungen umzugehen und sich nicht so zurückwerfen zu lassen, dass man das Handtuch wirft, ne, sondern wirklich so die kleinen Schritte auch so kontinuierlich zu sagen, so, ja, es kommen zwar nur 2, 3 Leute in Gottesdienst, aber wir machen Gottesdienst. Mhm. Ja, oder es kommen nur 1, 2 zum Bibelstudium, aber wir machen es, wir ziehen es durch und lassen uns dadurch nicht runterziehen. Ne? Also dieses im Kleinen treu sein, das habe ich gelernt. Und auch so diese Herzlichkeit, ja, einfach, da wird geteilt, das Essen wird miteinander geteilt, da wird nicht auf die Uhr geguckt und schon der nächste Termin gleich wieder, sondern so dieses, hey, wir sind hier eben, wir sind Familie. So, ne? Also das hat uns begeistert, ja. Das heißt, habt ihr überhaupt keinen Kulturschock erlebt? Habt ihr es eher als positiv oder befreiend auch empfunden, was du jetzt gerade sagst, oh, man ist so herzlich miteinander und man teilt vieles? Oder wie ging euch das? Man hört ja oft diesen Begriff Kulturschock. Wie ging euch das? Nee, wir haben einen Kulturschock erlebt, auf jeden Fall. Also, ist ein großes Wort, aber wir haben wirklich dann auch erlebt, dass wir gesagt haben, nee, sorry, das ist jetzt, das wird uns zu viel oder sowas, ne? Ja, wir haben uns einsam gefühlt. Also das war schon mal ein großer Teil, da wir schon also viele Beziehungen hatten, gerade am Anfang, aber wenig tiefe Beziehungen und wenig guten Austausch dann auch mit anderen Christen vielleicht oder einfach überhaupt mit guten Freunden. Und dann aber auch, dass wir ja eigentlich, wir kamen hin, um zu unterstützen, um zu helfen irgendwo, aber brauchten am Anfang selber sehr viel Hilfe, beziehungsweise wurden auch oft so wahrgenommen, als wären wir noch hilfloser, weil wir eben die Sprache nicht konnten oder einfach Dinge falsch gemacht haben, unsicher waren. Und das war oft frustrierend, ja. Was war das nochmal, was du erzählt hast? Wo das nochmal so besonders deutlich, also ich kann mich an eine Sache erinnern, ist eben so eine ganz kleine Sache, aber in einem Kulturschock sind das ja gerade die kleinen Sachen, die einen dann wirklich pieksen. Ne? Also wo ich dann Brot gekauft habe und der Verkäufer mir mit den Fingern gezeigt hat, wie viel Geld er von mir haben möchte, weil er dachte, ich weiß die Zahl nicht. Also das sind so Kleinigkeiten, ne? Als Tourist schmunzelt man da drüber, aber wenn du ein paar Monate im Land lebst und sowas erlebst, dann sind das, also eben, da sind dann so Kleinigkeiten. Ja, die wollten uns aus dem Krankenhaus mit unserer Tochter nicht rauslassen, weil sie das Gefühl hatten, wir können sie nicht weiterhin gut versorgen. Weil wir eben nicht alles wiedergeben konnten, was sie uns eben gesagt hatten an Therapie. Und ja, da mussten wir sehr Überzeugungsarbeit leisten und dass wir doch imstande sind, unser Kind weiter zu versorgen. Ja. Gab es irgendetwas, was euch da geholfen hat, was ihr jetzt zurückblickend sagt, okay, das war vielleicht so ein Schlüsselmoment oder das war eine Hilfe, die uns geholfen hat, hier sicherer zu werden oder besser zu landen? Also für mich war das definitiv so ein Austausch mit anderen Mitarbeitern im Land. Wir hatten nicht sehr viele Mitarbeiter vor Ort, aber so im Land, und ich bin dann da auch hingereist und habe dann so ein bisschen da mich zusammengesetzt und mitgemacht bei anderen Arbeiten. Das hat mir auf jeden Fall geholfen dann. Also auch dann deutsche Mitarbeiter, mit denen ich einmal den Austausch hatte, aber dann auch wiederum gelernt habe, da auch mit in der Kultur besser umzugehen. Ja, und mir hat es geholfen, mir Strukturen dann zu schaffen. Auch, ne? Also das habe ich dann irgendwann gemerkt. Ich dachte anfangs auch, ich bin mehr so der Pioniertyp, der auch wir schaffen das. So, also jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe gemerkt, ich brauche meinen
Rhythmus hier, ne? Und das war auch ein Teil, was ja mit dazu beigetragen hat, warum ich eben jetzt diesen Kulturschock so erlebt habe, weil ich auf einmal nicht mehr auseinanderhalten konnte, ja, was ist jetzt Arbeit, was ist Freizeit, was ist Ehrenamt, wo ist Feierabend? Also diese Dinge sind auf einmal alle verschwommen, einfach weil du bist doch hier in diesem Land, um Gott zu dienen. Aber warte mal, ich bin jetzt einfach Karo, ich will mal Feierabend machen. Darf ich das? Mhm. Ja. Das ist einfacher hier in Deutschland, weil vieles vorgegeben war. Ne? Aber wenn du in so eine neue Situation reinkommst, du musst das selber entweder schaffen oder. Also mich hat es dann irgendwann überfordert, wo ich dann gemerkt habe, ich schwimme hier nur noch. Ne? Mhm. Also ich kann alles und nichts machen. Und auf einmal, ja, und dann habe ich angefangen, mir Strukturen zu schaffen. Ne? Dann habe ich. Das hatte ich damals auch schon überlegt, ob das eine Möglichkeit wäre. Ich habe dann angefangen wieder, das, was ich früher mal selbstständig oder nebenberuflich gemacht habe, als Grafiker zu arbeiten, habe ich dann wieder angepackt und hatte dann meine Arbeitstage, wo ich dann gesagt habe, so, ich habe hier meine Arbeit. Ne, das war auch wichtig aus verschiedenen anderen Gründen. Ne, wir sind hier als Ausländer im Land und die Menschen arbeiten 14 Stunden oder 12 Stunden. Und was mache ich denn? Gerade so, ne? Ich bin ja nicht der Jugendreferent gewesen oder der Arzt im Krankenhaus oder im Waisenheim, sondern eben. Die Frage wird auch oft gekommen sein, was machst du eigentlich? Ja, ne? Genau. Ja. Eben. Und das war dann so ein Mix, eben, dass ich mich selber auch gefragt habe, nach dem Sprachstudium dann eben, was ist denn jetzt dran? Ne? Und dann war es für mich gut und hilfreich, mir erstmal wieder eine Struktur. Also das zu schaffen. Ich habe angefangen, im Homeoffice zu arbeiten, habe dann aber gemerkt, nee, das ist mir immer noch zu sehr verschwommen. Ja, Familie und Beruf sozusagen. Dann habe ich angefangen, bin in so einen Coworking Space gegangen in der Stadt und hatte da meinen Arbeitsplatz und habe mir ein paar Stunden am Tag das so eingerichtet, dass ich jetzt hier arbeiten gehe und auch wirklich arbeite. So, ne? Das hat mir zum Beispiel dann geholfen. Was würdet ihr im Rückblick anders machen? Gibt es da irgendetwas, wenn junge Leute euch vielleicht raten, oder wenn ihr jungen Leuten raten solltet, die vielleicht Ähnliches vorhaben, gibt es irgendetwas, was ihr anders machen würdet? Ja, also ich bin dahin gegangen und ins Land gegangen und dachte, ja, wir bringen jetzt einiges mit. Wir haben in unserer Kindheit und in dem bisherigen Leben viel mitbekommen und haben eine gute Basis in der Ehe, haben viel in der Erziehung überhaupt gelernt, wissen, wie man in der Gemeinde eben mitarbeitet und haben das dann erlebt, auch so am Anfang haben wir sehr oft verglichen, oh ja, die Türken machen das so, die werden so oft krank, ja, kein Wunder, die sind ja auch, gehen ja auch nicht raus oder irgendwie solche Vergleiche immer wieder gezogen und mussten dann feststellen, dass wir selber irgendwann in allen Bereichen eigentlich schwach wurden, Hilfe brauchten, aber auch gemerkt haben, ja, dass wir können nichts mitbringen. Also selbst wenn ich denke, dass ich was habe, das kann so schnell genommen werden. Wir waren so oft im Krankenhaus, obwohl wir vorher fit waren und auch unsere Kinder. Und nachher waren wir die am meisten da krank waren. Und oder auch in der Ehe oder so hatten wir einfach dann auch Schwierigkeiten oder auch in der persönlichen Charakter. Und wo ich gemerkt habe, ja, man kann sich das vorstellen und so natürlich vieles auch erlernen und auch dort dann natürlich lernen, wie geht man damit um. Aber letztendlich kann ich nicht viel mitbringen und das würde ich auch raten, dass man so gleich wirklich sich auf Gott verlässt und auf seine Stärke und das haben wir auch erlebt, dass er ja da wirklich gewirkt hat, besonders in dieser Schwachheit und gerade wenn, also dass wir uns nicht davon haben wir jetzt auch abhalten lassen. Wir hätten dann auch sagen können, unsere Kinder sind ständig im Krankenhaus, ja, dann müssen wir nach Hause, zurück. Aber eigentlich da hat Gott am meisten gewirkt oder auch in unserem eben schwachen Momenten. Da haben wir erlebt, wie Gott das gebraucht hat, weil wir auch dann wussten, nee, das sind nicht wir mit dem vielen, was wir mitgebracht haben, sondern das ist wirklich nur Gott, der da gewirkt hat. Eben, das würde ich auch sagen. Also dieses
sich wirklich bewusst machen, also Gott ist, kommt zu seinen Zielen in der Schwachheit. Ja. Mhm. Das Samenkorn, das stirbt und es kommt Frucht. Und das haben wir wirklich so erlebt. Das hätten wir uns vielleicht noch stärker bewusst machen sollen. Ich hätte mir aber auch, glaube ich, ich hätte mir noch mehr Erfahrung gewünscht. Mhm. Ich hätte vielleicht das ein oder andere Jahr noch mehr Erfahrung im Bereich Gemeinde sammeln sollen. Das habe ich mir. Und was Team angeht, ganz klare Absprachen im Team, wer ist der Leiter, was für eine Verantwortung hat der Teamleiter und wie wollen wir, was für eine Vision und welche Mission haben wir als Team, was ist unser Traum, worauf wollen wir eigentlich zusteuern und was machen wir, warum, wie wollen wir das erreichen. Das war alles anfangs bei uns noch ein bisschen unausgegoren und ich hätte jetzt im Rückblick gedacht, das hätte ich gerne vorher noch stärker, noch mehr Gewicht drauf gelegt, dass das klar und ausgesprochen ist. Das wäre es noch gewesen. Ne? Ja, ihr beiden ganz herzlichen Dank. Das war total wertvoll. Danke für eure Erfahrungen, die ihr weitergegeben habt. Ich würde gerne noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für das, was wir von Michael und Lydia gehört haben. Danke für ihr Zeugnis auch, dass sie freimütig darüber auch erzählt haben, dass sie schwache Momente hatten, sich als schwach empfunden haben und dass sie da alles von dir erwarten. Danke auch für ihr großes Anliegen, das Evangelium zu leben, es nicht nur auf den Lippen zu tragen, sondern es auszuleben und damit auch ein Vorbild zu sein. Segne sie reich dabei, auch jetzt, wo sie zurück in Deutschland sind oder auch wenn sie mal wieder in der Türkei sind, schenke es ihnen, dass sie das erfahren, dass Menschen durch dieses Vorleben des Evangeliums verändert werden. Du kannst das schenken. Amen. Amen. Vielen Dank für euer Interesse. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch oder abonniert unseren Kanal. Dort findet ihr noch weitere Videos zu ganz ähnlichen Themen.